Feier bis zum Kirowetz. Sie haben gewählt, welches der beliebteste Schlepper des Nordens ist. Ob schnelle Rasenmäher, aufwendig restaurierte Oldtimer, laute Motoren, Schlepperlegenden oder Taschenformatrenner. Sehen Sie jetzt die coolsten Trecker Norddeutschlands. Ihre Nummer 30? Im alten Land in Steinkirchen gibt es drei Freunde und drei Trecker. Drei ganz unterschiedliche Marken. Ein Renault, ein Kramer und ein Eicher. Schmalspurtrecker allesamt. Hervorragend geeignet für die engen Baumreihen der Apfelbauern. Kompakt und robust, toll zum Ausfahren. Das Fahrgefühl ist, das macht Spaß. Also das ist ein schöner kleiner Trecker und irgendwie hat man den schon, man hat so viel auch daran gearbeitet an dem Trecker und irgendwie ist es dann ein tolles Gefühl, wenn man da dann losfährt. Ne? Er ist halt so ein kleiner schöner Liebling. Er hat halt eine tolle Form. Also mich hat diese Form angesprochen und irgendwie ist das so gekommen. Auch die Technik ist aus den 70er Jahren, wahrscheinlich liegt das da dran, ich weiß es nicht. Eine einfache Technik, die nicht kaputt geht. Ein sehr nützlicher, wohlgeformter Liebling mit 30 PS. Bei Detlef Fischer fällt als Obstbauer nicht nur viel Holz an, er hat zu Hause auch eine Holzzentralheizung. Deswegen hat er sich einen Holzspalter angeschafft. Den treibt er mit seinem Renault-Trecker an und macht so auch die dicksten Stämme klein. Und jeder steuert etwas bei. Einer hat den Anhänger für den Holztransport, der andere die passende Kreissäge für seinen Kramer. Bei diesem hier ist die Besonderheit, dass das eigentlich ein breiter Schlepper war seinerzeit, den man im Obstbau gar nicht gebrauchen konnte. Und den haben wir dann in Eigenleistung, wir drei natürlich, dann zu einem Schmalspurschlepper hergerichtet. Da haben wir eine Woche dran gearbeitet mit drei Personen. Über einen Schlepperstammtisch haben die drei sich kennengelernt. Das war vor über 20 Jahren. Seitdem fahren sie gemeinsam durch dick und dünn. Das ist Freundschaft. Ja, das ist fast was für die Ewigkeit, könnte man sagen. Nichts hält ewig, aber ich würde sagen, das geht so in die Richtung dahin. Weil das einfach Spaß macht, wenn man die gleichen Hobbys hat und die gleichen Interessen. Das ist einfach schön. Die Marke spielt da wirklich keine Rolle. Hauptsache Oldtimer und mit Freunden Trecker fahren. Das macht ganz einfach glücklich. Auf Platz 29 von Ihnen gewählt, ein Schmalspureicher. Toto Eckert war früher Landwirt. Jetzt hat er auf seinem Hof eine Heuherberge und sammelt Trecker. Ab 1960 baute Eicher solche Traktoren für den Weinanbau, aber auch norddeutsche Bauern liebten diesen kleinen, wendigen Trecker. Ich habe früher mal, wie wir noch Kühe gehabt haben, so ein Ding gehabt. Und da habe ich mich so dran gewöhnt, dass ich jetzt nach ein paar Jahren so einen noch wieder ergattert habe und den komplett restauriert habe. Und da habe ich jetzt viel Spaß mit diesem kleinen Schmalen. Die landtechnischen Oldtimer-Freunde Dago führen gern ihre alten Trecker vor. Und dafür fahren sie schon mal einige Kilometer. Wer zu langsam ist, kommt eben auf den Hänger. Diesmal geht's nach Plön zum Landpartyfest des NDR. 100 Kilometer Treckertour. Schwungvoll wird dieses Familienerbstück angeschmissen. Allgäuer wurden ab 1948 gebaut, hatten keinen Anlasser und waren robust. 1956 wurde Allgäuer an Porsche verkauft. Natürlich muss dieser Schlepper auch auf dem Landpartyfest gezeigt werden. Nach knapp 8 Stunden, Toto Eggert und seine Freunde haben Plön erreicht. Sie sind die Publikumsmagneten mit ihren alten Traktoren. Alle Oldtimer haben es geschafft. Sie präsentieren sich in Reihe und Glied für die Zuschauer. Ein paar Meter weiter zeigen die landtechnischen Oldtimer-Freunde Dago, dass Trecker nicht nur für die Feldarbeit genutzt wurden. Ein Riemen treibt beim Elver Deutz eine Säge an. Technik der 50er Jahre. Beliebt ist auch das Mitfahren auf dem Trecker. Ehrenrunde auf dem Landpartyfest. Na,
Nach 14 Stunden Treckerfahren ist endlich Pause. Auch für Toto Eckert, der schon als Sechsjähriger seine Treckerleidenschaft entdeckte. Grün, gelb und trotzdem kein John Deere. Auf Platz 28 sein Besitzer, ein Mann, der seine Jugendträume sorgfältig herausputzt. Ich sah sie gleich beim ersten Mal in einem Laden. Und das ist ihr Sammler, der Rock'n'Roll-Fan Hans-Heinrich Harms. Mitte der 50er hatten wir alle einen Traum, nicht von Motorrädern und nicht von Autos, sondern von Mopeds. Wer ein Moped hatte, das war auch der, der King war, der auch kleine Mädchen hatte oder hübsche Mädchen hatte. Ich nannte sie eine Rock'n'Roll Lady. War das Allerschönste. Ich habe auch eine Treckersammlung über Lanz und Univog und Deutz. Das, da habe ich mein Herz an verloren. Wenn es regnet, dann hole ich sie nicht raus, denn ich sage mir, im zweiten Leben sollen sie das besser haben wie im ersten Leben. Gesammelt werden aber nur Kindheitserinnerungen. So einen Trecker hatte der Nachbar. Und Hans-Heinrich durfte ihn schon als kleiner Junge fahren. Es ist ein Lanz, Typ 1666, gebaut worden von 1955 bis 1956. Das Seltene an diesem Lanz Bulldog ist, dass er einen MWM-Motor hat mit 16 PS und zwei Zylinder hat. Man nannte diesen Trecker in Volksmund Übergangs-Bulldog. Das heißt Übergang von Lanz auf Hyundai und deswegen ist auch vorne auf der Kühlerhaube drauf, nicht vorne, auch an der Seite, Lanz Hyundai. Er ist aber auch das Symbol für das Aus der bekanntesten deutschen Traktorenmarke, dem Lanz, der von 1921 bis 1957 in Mannheim hergestellt wurde. Hans-Heinrich Harms genießt es, mit seinen Traktoren gemächlich durch die Elbmarsch zu tuckern, dabei ganz in Gedanken versunken an seine Kindheit in dem Dorf Hasefeld. Dennoch vergisst er darüber die Zukunft nicht, besonders die seiner Trecker. Sie sollen später in ein Museum und von früher erzählen. Eigentlich ist er schon im Ruhestand, der Unternehmer Georg Wendt, den Sie auf Platz 27 wählten. Doch täglich schaut der Senior in seiner Fabrik in Georgsmarienhütte nach dem Rechten. Der passionierte Porsche-Fahrer verbringt aber gerade im Sommer immer weniger Zeit in den Hallen. Draußen erfüllt er sich seinen Jugendtraum. Der Hürlemann hat einmal den Namen, das ist ja schon ein Name wie Musik, Hürlemann. Ne, Schweizer Fabrikat. Und wenn man einen Traktor sieht, der so viel Chrom hat wie dieser hier, das hat nur der Hürlemann. Es ist alles übersichtlich in einer Linie. Und genauso ist es die Aufstiegshilfen hier beim Hürlemann. Hier könnte man mit 90 Jahren noch aufsteigen. Stolz ist der 74-Jährige auf seinen Trecker der Nobelmarke aus der Schweiz. 50 Jahre bauten die Eidgenossen den Rolls-Royce unter den Treckern. Berühmt wurde die Firma, als sie den ersten Dieselmotor mit Direkteinspritzung auf den Markt brachte, 1939. Ich fahre Hürlemann, ich fahre auch größere Strecken. Ich bin schon viermal mit dem Hürlemann über die Alpen gefahren. Dann habe ich natürlich einen Sondersitz aufgebaut, einen Schwingsitz. Denn wenn man 3000 Kilometer fährt, dann möchte man es auch etwas angenehm haben und sich mal hinten anlegen können. Ne? Georg Wendt schätzt aber nicht nur die Fernreisetauglichkeit und die Verarbeitung seines Treckers. Hürlimänner wie sein D95 sind Raritäten und kosten mehrere 10.000 Euro. Gute Wertanlagen, wie der Unternehmer weiß.